What's up, YouTube? Herzlich willkommen, meine Freunde. Mein Name ist Chris Baum und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier in dem neuen Tag, hier in dem neuen Vlog. Ich nehme euch heute wieder mit, den ganzen Tag über verteilt, was bei mir heute so geht, was bei mir heute so ansteht. Denn heute gibt es was richtig, richtig Geiles. Vielleicht darf ich schon die ein oder andere News sagen. Werde ich dann hier im Laufe des Vlogs mal erzählen. Und wir starten wie ganz basic-mäßig, so rum wie jeden Morgen, mit meiner Morning-Routine. Supplement reinballern, Morning Shake, also sprich abfleißig 50 Gramm Glutamin, dann die Supplemente, dann ziehen wir uns an und dann ziehen wir uns gleich oben in der Küche. Taschen sind schon gepackt. Ich würde sagen, auf geht's, ab geht's in den Tag. Lange Rede, kurzes Sinn, meine Freunde. Nochmal einen guten Morgen zum zweiten. Ne? Ihr wisst, ihr kennt's, was immer ansteht. Nach meiner Morning Routine alles ready ist und fast schon auf dem Weg zum Losgehen kann. So rum gibt's mein Slimferno Power Shake. Ein bisschen was für die Fettoxidation tun. Fettverbrennung und für den Fettstoff wechseln. Ne? Davon gibt es wieder einmal einen ordentlichen Scoopy-Mubi rein hier in den Shaker-Maker. Und, oh, jetzt ist das Ding runtergefallen. Wenn das Video online kommt, habt ihr die Chance, diesen elektronischen Shaker, Leute, bei Peak, bei einem Mindestbestellwert ab 100 Euro, kriegt ihr erstens 10% mit meinem Code. Und ab 100 Euro kriegt ihr diesen gratis elektronischen Shaker oben drauf. Also gerne mal vorbeischauen. Kriegst 10 reinballern in den Warenkorb, immer den maximalen Rabatt. Ich mache mich mal langsam ein bisschen fit, wach und dann ziehen wir uns gleich draußen wieder im Auto. Es geht ab, YouTube. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Gym. Ich habe mega, mega Bock, Leute. Ein geiler Tag wieder an. Und ist er dabei? So, Freunde, wir sind bei meiner Lieblingstankstelle, denn da gibt's den besten Kaffee. Das ist wahrscheinlich richtig drauf Bock hätte, Freunde. So ein belegtes Brötchen, egal von eins. Oder hier auf die Donuts. Aber wie immer, Leute, gibt es für uns nur einen mittleren Kaffee. Heute mal keinen großen. Jetzt würden wir sogar noch beim Kaffee reduzieren hier. Eine fröstige Einöde Spätzle. Freunde, der gepflegten Shredden-Haltung. Ich bin da. Es ist arschkalt. Ich gehe jetzt rein und dann ziehen wir uns wieder. Freunde, ich bin angekommen im Warm. Jetzt wird erstmal mein Pre-Cardio-Shit reingeworfen. Hellrunner, 2 Cups, Slimferno und davon gibt es einen Scoop wieder. Das ist die zweite Ladung für heute. Und ich sag's euch, dieses Baby hier, das stillt einfach so den Hunger, dass ihr eine Zeit lang richtig geil gesättigt seid. Und während dem Cardio regt ihr mal eure Fettoxidation, Fettverbrennung und den Fettstoffwechsel an. Das ist eine Kombination mit dem Hellrunner, Endliga. Ich baller jetzt 35 Minuten Cardio. Und dabei schneide ich ein Video. Danke an den Tutor, wo mir gerade mein Video crasht. Und ja, dann sehen wir uns später wieder zum Bauchtraining. We made it! Leute, 35 Minuten Cardio ist geschafft. Jetzt gibt es erstmal ein Bauchtraining. Mein Gesicht sagt schon wieder Ciao. Freunde, angekommen hier an meiner Bauchecke. Jetzt gibt es wieder mein Bauchtraining. Ist er dabei? Also Freunde, mein Bauchtraining ist eigentlich ganz basic aufgebaut. Ich habe es zwar in den Vlogs davor schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. Also ich mache erst einmal mit der Scheibe so 15 bis 20 Stück. Das brennt dann ordentlich schon. Da lege ich die Scheibe weg und mache einfach nochmal so viel, wie es geht hinterher. Das sind auch nochmal so ungefähr 10 bis 15 Stück. Und es ist ein Satz, davon mache ich 4. Und so ist mein Morning Routine Bauchtraining. Der Rest vom Bauchtraining seht ihr später im Laufe des Tages, also nach meinem kompletten. Freunde, ihr habt es gesehen, erste Übung habe ich jetzt mal kurz durchgeballert, einfach so ein bisschen zum Reinkommen, ein bisschen zu aktivieren. Und hier hinten mache ich meinen Bauch, hier ist die Station und ich muss wieder ganz nach vorne laufen, deswegen, und ich bin faul, deswegen habe ich jetzt die erste Übung hier gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, 4 Sätze, Butterfly, 12 bis 15 Wiederholungen, einfach ein bisschen Blut reinzubekommen, die Brust dezent vorzubereiten oder vorzuermüden, aber nicht so arg, dass ihr jetzt weiß, jetzt wird sie komplett zerlegt. Jetzt heißt es Booster reinscheppern, was es gibt, das seht ihr gleich. Und dann heißt Time to Bleed, it's Titan Time. Ich hab's euch gesagt, so rum, was es jetzt gibt als Pre-Workout. Und zwar balle ich mir heute wieder ein bisschen Glycerol rein. Davon 3 Esslöffel. Keine Teelöffel, sondern Esslöffel, Leute. Viel trinken, mindestens 500 bis ungefähr 57 Milliliter Wasser, dass sich auch die Wirkung schön entfalten kann. Das balle ich mir jetzt rein und dann sehen wir uns gleich. Entweder zwischen dem Training oder wieder erst nach dem Training heißt es Let's Motherfucking Go!
Yeah, yeah, yeah. Wer ist trocken wie die Wüste, vom Kopf bis in die Füße? Wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Bist du shredded, dann ist er Schredder. Gegner von den Turtles, es ist Chris Baumann mit einer mega krassen Physis. Ein Papercut, ein sprühtes, ey, das Training immer fürstlich. Und diese motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist, Way und Smack sind in der Schüssel. Ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner, guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen? Und Trizeps gesehen, mit mehr Streifen auf den Muskeln als argentinische Steaks. Das WDU-7, einfach brutale Linie, Bro. Bei ihm sieht man mehr Fasern als bei einem Teppich unter Mikroskop. Rigoros, du bist nur ein halbes Cent wie Kimono. Und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein Kinoboden. Chris ernährt sich cleaner, yo. Booster wird vom Peak geholt, schieb dich hoch und ist elektrisierend, so wie Pikachu. Kein Kartenspiel, doch gönn dir Subs vom Peak. Code Chris 10. Seine Adern sind so fett, als würd's einen harten Dick sehen. So, meine Freunde, Brust-Trizeps wurde komplett auseinandergenommen. Ihr seht, ich bin komplett am Arsch. Jetzt steht auch 15 Minuten Cardio an. Dann sehen wir uns nach dem Cardio wieder zum Bauchtraining. Dann gibt es heute noch Beuger und noch Bauch auf dem Ball. Und noch ein bisschen Wade. Also Daily Shit. Und ich würde sagen, auf geht's, ab geht's. Bis gleich nach dem Bauchtraining. So Leute, ich sehe komplett fertig aus, aber das bin ich auch. Und das muss man auch sein nach dem Training. Jetzt gibt es noch eine Runde Bauch auf dem Ball. Und dann war das für heute. Auch noch warten, dann war's auch. So Freunde, ich bin tot. Ich gehe jetzt duschen. Dann hauen wir euch noch einen aktuellen Formcheck rein. Und dann geht's Richtung Heimat. Und zu Hause gibt's was zu essen. Bis gleich zum Formcheck. So Freunde, ihr habt den Formcheck gesehen, das ist die aktuelle Lage. Jetzt geht's Richtung Heimat. Ich würde sagen, kommt auf den Weg, let's go. Ist das richtig geil ist. Es hat einfach geschneit. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da runterkomme. Muss erstmal wahrscheinlich mein Auto freikratzen, Alter. Gar kein Bock. So Freunde, das mit dem Freikratzen hat so einigermaßen funktioniert, würde ich sagen. So, wie gesagt, das hat jetzt gerade so einigermaßen funktioniert, aber es fängt einfach wieder an, richtig zu schneiden gerade. Deswegen, lange Rede, kurzes Ding, ich baller mir jetzt in meinen Post-Workout rein. Heißt, Glutamin, Zink, Magnesium, Adaptogene in der Form von No Stress und unser neues Away Selection, Geschmack Haselnuss-Nougat, schmeckt wie ein Hanuta. Ich blende dich mal hier ein an der Stelle, wenn es geht. Und ja, mit dem können wir natürlich wieder besten Deal sparen, mit dem Code CHRIS10. Mach mich auf den Weg. Und wenn das Video online kommt, könnt ihr aktuell ab Mindestbestellwert bei Peak von 100 Euro so einen elektronischen Shaker, also den hier, wo sich das so macht, wo ich immer morgens meinen Power-Shake mache, gratis erwerben. Und ab 50 Euro Mindestbestellwert bekommt ihr einen ganz normalen Shaker, oben gratis oben drauf, natürlich wieder mit meinem Code CHRIS10. Ich war jetzt auf dem Weg nach Hause, Richtung nach Hause. Ja, Richtung nach Hause. Auf dem Weg nach Hause, so rum. Und ja, wenn was geht unterwegs, seid ihr dabei. Wenn nicht, sehen wir uns alle spätestens wieder zu Hause. Streifis kommen wieder. Freunde, ich bin wieder back at home. Ich war jetzt gerade duschen, war gerade mich komplett wieder rasieren. Weil ich gefühlt, das ist jeder dritte Tag, das wächst wie Unkraut. Genau wie meine Wolverine-Frisur hier oben. Jetzt geht's gleich in die Küche und dann machen wir unsere Mahlzeiten, was ich heute esse, was ich heute food. Und weil sich wahrscheinlich viele fragen, ey Chris, warum isst du nur gerade am Abend? Leute, ich habe einfach den ganzen Tag über keinen Hunger. Ich werfe mir morgen das Slimferno rein, dann nochmal vor dem Training das Slimferno rein. Also bis zu dreimal täglich und es stillt halt einfach so den Hunger. Und da kommt in naher Zukunft ein richtig geiles Produkt am Start, das ich selber entwickelt habe, wo hier einfach das komplette Game changen wird. Es gab es noch nicht auf dem Markt und wird es so nicht auf dem Markt geben. Und ich sag's euch, der Geschmack richtig, richtig geil und die Wirkung vor allem next level. Das wird in 2-3 Tagen, so gesagt, hier ankommen bei mir. Ich werde es testen und dann, so gesagt, das Go geben. Und dann wird es richtig geil produziert. Also macht euch da gespannt. Ein richtig geiles Supplement, was komplett
es bis jetzt so auf dem Markt noch nicht gab und ich bin einfach stolz darauf. Ich durfte die ganze Matrix selber aussuchen und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf dieses Produkt, mein Signature-Produkt, so gesagt, jetzt ist auch gesagt. Und ja, was es aber noch ist, das werdet ihr dann, oder was es genau ist, der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon denken, in den nächsten Vlogs auf jeden Fall erfahren. So, Freunde, jetzt geht's essen. Wir haben es um die 21 Uhr und wir sehen uns gleich oben in der Küche bei Mahlzeit Numero Uno. So, Freunde, was geht ab? Wir sind wieder angekommen in der Küche und jetzt zeige ich mal eigentlich meine Basic Meals. Und zwar der Basic Shit, Leute. 150 Gramm Reis, dann gibt es hier 7 Eiklar, die werden hier ready gemacht. So eine Packung vernichte ich locker am Tag, der Rest ist da noch drin, seht ihr dann später. Hier ist meine Brennnesseltee, den habe ich schon angebrüht. Der kommt jetzt gleich hier in den Kühlschrank, damit er über Nacht schön kalt gestellt wird. Und dann gibt es morgen da rein mein Slimferno. Switchen wir hier rüber, hier steht mein anderer Brennnesseltee. Fragt mich nicht warum, Leute, ich benutze diesen Brennnesseltee. Und ich feiere es einfach, weil ich sonst nur Wasser trinke und ein bisschen was mit Geschmack. Deswegen Tee. Warum Brennnesseltee? Weil einmal Brennnesseltee, dann haben wir hier, was ich auch noch gern trinke, ist ab und zu Chai-Tee. Der ist jetzt nicht hier drin. Also ab und zu ist da noch Chai-Tee drin, den trinke ich aber ganz, ganz selten. Sonst halt immer Brennnesseltee. Hier stehen meine Gewürze von Mahlzeit Nummer 2. Sind 250 Gramm Reis, die kochen auch schon. Und die gibt es dann später. Ich muss dann gleich einfach wieder zur Mahlzeit Schrank zumachen. Nummer 1 zu den 150 Gramm Reis, wie ich die inhaliere, Schnapoli attackiere mit den 7 Eiklar plus Gewürze. Let's go. So, Leute, was geht ab? Wir sind wieder back. Mahlzeit Nummer 2 ist bereit. Mahlzeit Nummer 3 auch. Das sind wieder Kartoffeln, 650 Gramm. 22 Uhr und 2. Jetzt gibt es die 250 Gramm Reis mit Gewürze. Die zeige ich wieder und fett und glücklich. Die snack ich kurz. Dann machen wir meine Eier und meine Kartoffeln ready. So als Bratkartoffeln-like. Und dann heißt es auf geht's, ab geht's, inhalieren, schnapulieren, attackieren. Let's go. Wer ist trocken wie die Wüste, vom Kopf bis in die Füße? Wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Bist du shredded, dann ist der Schredder Gegner von den Turtles, das ist Chris Bow. Hier geile 650 Gramm Bratkartoffeln mit 7 Eiklar. So, meine Freunde, 22.20 Uhr. Und jetzt gibt's hier meine schöne Pfanne. 22.20 Uhr. Mann, mit deiner mega krassen Physis. Ein Papercut, ein sprühtes, ey, das Training immer fürstlich. Und diese Motherfucking Genetik ist nicht üblich. Weil sie flach und dünn ist, Way und Smack sind in der Schüssel. Ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner. Was geht ab, meine Freunde? Ich snack jetzt hier gerade wieder meine Beeren, Himbeeren und Erdbeeren. Geh ich runter, mach wieder meinen Shake voll. Snack die schauen nicht mehr YouTube. Nächste Portion 250 Gramm Reis, kocht. Und dann sehen wir uns. Wenn du ready bist, bis gleich. So, Freunde, Uhrzeit habt ihr gesehen, 23.07 Uhr. Ich baller mir ein YouTube-Video. 250 Gramm Reis ist wieder am Start. Da hinten kochen meine 300 Gramm Reis. Und ja, die gibt es dann wahrscheinlich wieder mit 7 Eiklar. Aber das seht ihr dann erstmal hier in Zeitraffer, wo ich das inhaliere, schnapuliere und attackiere. 3, 2, 1. Okay, kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer. Guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen? So ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf dem Muskeln als argentinische Steaks. Das wie die U7 einfach brutale. Freunde, jetzt gibt's die nächste Portion von Bieren. Und warten auf unsere 300 Gramm Reis. Welcome, Freunde. Wo ist mein Handy? Alter. Wir haben kurz vor 0 Uhr. Und wir müssen noch ein bisschen was tun. Ne? Heißt. Portion 300 Gramm Reis mit 7 Eiklar. Mensch, du Snack. Und mal gucken, wie schnell wir die inhalieren, schnappulieren und attackieren. Bro, bei ihm sieht man mehr Fasern als bei einem Teppich unter Mikroskop. Rigoros, du bist nur ein halbes Cent wie Kimono. Und du Schwein bist voll mit Ekel, fraß so wie ein. Meine Freunde, wir haben jetzt genau 0 Uhr. Und ich snacke jetzt hier nochmal in die Beeren. Dann gehe ich auch schlafen. Gönn mir davor wahrscheinlich ein bisschen. Proteinpulver, wieder in der Form, einfach kurz mit Löffeln. Mache ich immer gern. Wie so Kaugummi, auf gut Deutsch, wenn man das Proteinpulver so kaut. Manche denken, ich habe einen Schaden, aber es funktioniert. Mir anscheinend. Also, Leute, ich danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Erklärt bis morgen. Anderen war das auch schon raus. Und würde ich sagen, auf geht's, ab geht's.
schönen Tag morgen. Ich bin raus für heute, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Kino, Boden, Chris ernährt sich cleaner, yo. Booster wird vom Peak geholt. Schieb dich hoch und ist elektrisierend, so wie Pikachu. Kein Kartenspiel, doch gönn dir Subs vom Peak. Code Chris 10.